Hier ist wieder Mr. Meekle und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mond. Ja, im letzten Part haben wir uns weiterhin die Stadt angeschaut und waren noch beim Friseur, haben uns die Haare schneiden lassen, haben uns ein paar neue Klamotten gekauft und wollen nun herausfinden, wo es denn überhaupt weitergeht, weil, naja, der liebe... Ups, da ist gerade eine Flasche umgefallen, das tut mir leid. Naja, wie gesagt, Halal lässt uns nicht durch, weil Taurus... weil er irgendwas damit Taurus macht und ja, wir sollen uns halt weiterhin in der Stadt umschauen und uns die Zeit vertreiben. Nanu, sieht so aus, als würden uns bald die Beeren ausgehen. Ich darf nicht vergessen, so schnell wie möglich eine neue Lieferung zu bestellen. Ja, wäre gar nicht so schlecht. So, mit dir haben wir, glaube ich, schon geredet. Ja, ja, ja. Ich komme aus Kanto, das weiß ich. So, mit dir habe ich auch gesprochen im letzten Part, aber mit dir bestimmt noch nicht, nee. Im Rathaus Dokumenten nachts. Doch, doch, doch. Kann ich mich denn hier umsehen? Nein, ich kann diese Tür nicht betreten, diese auch nicht, habe ich schon mit dir geredet. Ja. Gut, dann wären wir in diesem Gebäude schon fertig. Jawohl. Bänder sind wie Erinnerungen, die man seinen Pokémon ansteckt. Angeblich gibt es auch außerhalb der Alola-Region verschiedene Sorten Bänder. Hm, was hat sich wohl mit diesen Bändern auf sich? Und hallo Magnetilo. Das Rathaus kümmert sich darum, die Straßen unserer Stadt in Schuss zu halten, damit sie für Pokémobil-Pokémon begehbar sind. Pokémobil-Pokémon. Hm. Von dem werden wir auch noch später erfahren. Aber jetzt noch nicht. Hm. Dann wären wir ja eigentlich schon fertig. Oder gibt es hier noch was? Oh, da ist der Tali. Hey Martin, das ist der Laden, den ich zeigen wollte. Hier gibt es was super Leckeres. Soll dein Team erfolgreich sein? Dann kauf Malasadas ein. Nur ein Häppchen davon und ich liebe jedes Pokémon. Wenn dir etwas an deinem Pokémon liegt, musst du ihn ein paar Mal Malasadas kaufen. Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus, was mir auf dem Herzen liegt. Opi, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst. Sowas in der Richtung. Ja, dann schrei mal das Meer an. Das wird dir bestimmt gut tun. Dann schauen wir mal. Er hat uns ja empfohlen, Malasadas für unser Pokémon zu kaufen, damit es uns auch mag. Aber mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Malasada heißt übersetzt so viel wie nicht ganz durchgebacken. Was für ein Name. Sehr innovativ. Wenn ich mit meinen Freundinnen ausgehe, wird immer nur über Beziehungsprobleme geredet. Deshalb bin ich viel lieber alleine unterwegs. Im Moment versuche ich zum Beispiel den Rekord im Malasada-Essen zu knacken. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Bevor ich mein Pokémon... meine Malasadas kosten ließ, waren sie frisch gebacken. Jetzt sind sie frisch verfuttert. Sollte das nicht verfüttert heißen? Habe ich hier tatsächlich den ersten Schreibfehler entdeckt? Naja gut, kann passieren. Da haben wir ein Quapuzzi, oder ist das ein Quappo? Ne, ist ein Quapuzzi, okay, sah nur so aus. Quapo sieht... wäre größer und muskulöser, aber das ist Quapuzzi, der ist halt klein und noch süß. Quapo ist halt so ein richtiger Draufgänger. Willkommen im Malasada-Laden. Der Wiege des guten Geschmacks von Alola. Ach wirklich. Heute muss dein Glückstag sein, nein. Heute ist Freitag. Heute... wusstet ihr schon? Freitags passieren mir immer die schlimmsten Dinge. Deswegen ist Freitags auch immer ein Pechtag für mich. Und ich hasse nicht nur Montage, sondern auch Freitage. Ja. Nur hier und jetzt kannst du nämlich einen mysteriösen Malasada, den sogenannten Mysto-Malasada, erwerben. Welchen Malasada darf ich dir anbieten? Na, wenn du mich schon darauf ansprichst, also Zucker-Malasada wäre zwar auch okay, aber Mysto-Malasada. Mm. Wie da wohl mein Pokémon gefällt. Hm, wem will ich ihm denn geben? Paxo ist ja so ein richtiger Vielfraß. Eigentlich ist seine Weiterentwicklung, aber Paxo ist auch schon viel.
Mangunior, der muss ja für, naja, gut, Pepek, Robal, ich würde ihm mal einen Faktor geben. Mal schauen, was passiert. Dann nimm bitte Platz, ich bringe dir gleich einen frischen, frittierten Malasar darüber. Wie das schon klingt, einen frischen, frittierten. Du fütterst dein Manfaxo mit dem Mystomalasada. Manfaxo verdrückt freudenstrahlend den Mystomalasada. Manfaxo ist sehr viel zutraulicher geworden. Kann ich das jetzt eigentlich bei jedem Pokémon machen? Ich schau mal. Ja, heute ist mein Glückstag, ich weiß. Dann mache ich das mal bei allen Vieren. Ja, obwohl bei Manfaxo noch einmal. So. Ja. Ist übrigens auch gefallen, dass ich den Zettel mit den Pokémon, die ich mein Team aufnehmen soll, also will, den verloren habe. Jetzt muss ich ihn neu, also jetzt muss ich ihn suchen und oh, Mann. Oder wenn ich nicht finde, dann muss ich mir die Pokémon nochmal aufschreiben und darauf hätte ich sehr, sehr wenig Bock. Genau zu sein. So, was passiert denn hier? Hier sind Machomais. Ich habe keine Ahnung, was hier gebaut wird. Aber egal, was hier auch entsteht. Auf ein solides Fundament kommt es an. Deswegen haben sie hier mit der Attacke Dampfwalze erstmals plattgewalzt. Macht Sinn. Das haben die schon gut hingekriegt. Hier ist kein kleiner Hügel mehr. Das haben sie super gemacht. So, was kann ich denn noch machen? Hier ist nochmal hohes Gras. Kann ich denn sonst was hier noch machen? Ah, hier ist ein Item. Eine TM-Widerhall! Ja, was diese wohl macht. Mal schauen. TM-Widerhall. Angriff mit widerhallender Stach, das haben wir schon. Das wissen wir schon. Eine Attacke, die der Gegner einsetzt und man dann halt Widerhall. Ne, wenn man wieder einsetzt und der Gegner dann halt andauernd die gleiche Attacke, dann wird die Attacke wieder halt immer stärker und stärker und stärker. Ne? Oh, ist hier das Polizeipräsidium? Hey, pass auf, ich gebe dir einen Tipp von Trainer zu Trainer. Wenn du es mit starken Trainern zu tun hast, dann gib deinen Pokémon bestimmte Items, um zu tragen. Das erhöht nämlich ihre Statuswerte. Das weiß ich tatsächlich schon. Hol die Polizeiwache. Mann, ich hatte sowas von recht. Vorsicht vor Verkehrsunfällen mit Pokémobil. Ach, gab es ja schon Unfälle? Das will ich nicht hoffen. Nämlich sehr tragisch, wenn es hier schon Unfälle gegeben hat. Vorsicht, frisch gestrichene Lima und Farbigel. Ach, das kann doch nicht mal. Das kann doch nicht frisch gestrichen sein. Ich meine. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesem Tor und dem Tor da drüben? Also ich erkenne dann keinen Unterschied, aber na gut. Vielleicht bin ich auch einfach blind und brauche irgendwann bald meine Brille. Keine Ahnung. So wie du aussiehst, wollen dich alte Damen bestimmt ständig in die Wangen kneifen. Ja, die Vorstellung. Ach, ich meine, es ist ja. Ach, vergiss es einfach. Hallöchen, ich bin Captain Elima. Yo, yo, yo! Team Skulls! Ah, zu grüßen, nicht zu grüßen. Was? Was? Ach, na, Digga. Diggas. Yo, Captain! Lass mal den Pokémon überwachsen, Alter. Ja, die kenne ich doch von der Trainerschule. Du bist also gleich nach Haoli gekommen. Oh, was ist denn hier los? Was ist das für ein Typ hier? Fällt dir ein, uns zu ignorieren? Alter, den machen wir sowas von. Der kriegt richtig aufs Maul. Den wird richtig. Ja, ne, das verstehst. Meine Güte, das ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen. Martin, richtig? Dürfte ich dich bitten, den Herrn dazu. Ich meine. Ja, den Herrn meine ich. Ich habe jetzt nicht an was anderes gedacht. Ich kümmere mich um diesen hier.
Dann komm mal her, Junge. Los. Ich werde dir zeigen, was für ein Pro ich bin im Umgang mit Pokémon, Alter. Team Skull. Unsere erste Begegnung mit Team Skull. Oh je. Team Skull-Rüffel. Ja, sieht schon mal ganz geschmeidig aus, du. Ja, um die ein bisschen cooler aussehen zu lassen, benutze ich halt die Wörter Digga und so, ne? Versteht? Oh. Scheinbar auch die leichten Pokémon zu haben wie Team Rocket. So, Zubat, Slimer und so. Aber ich weiß es nicht zu 100%. Ich habe auch gesehen, dass die auch Ariados trainieren. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube mal ein Ariados, genau, ein Ariados im Trailer gesehen zu haben. Ja, schön, Blutsauger, bringt ja auch viel. So, ein Critical Hit, super. Und damit wäre Zubat auch schon. Nein! Tu mir das doch nicht an! Ich hasse Superschall. Aber Manfaxo lässt sich von der Verwirrung nicht irritieren und greift stattdessen an. Tja, was sagst du jetzt, hm? Ja. Team Skull-Rüppel wurde besiegt. Oh, nö! So, habt ihr jetzt eure Lektion gelernt? Mann, ey, ich bin voll der Noob! Ach man, ey, das kann doch mal passieren und ich meine, lass uns abhauen, ey. Irgendwas blöde Pokémon brauchen wir nicht. Ja gut, dann verschwendet halt. Ach ja, meine Güte. Ist die Jung von heute. Das hast du gut gemacht und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Das ist aber nett. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos. Ja, klar, problemlos. Was ist in Anführungsstrichen problemlos? Gegen die Direktorin. Jetzt musst du mir noch beweisen, dass du geeignet bist, dich bei der Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Alter, ich... Ja. Ist bestimmt ein Pokémon-Kampf, oder? Lass mich... Ja. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Lima. Ich habe keinen Bock, aber ich muss kämpfen. Ey, das wird doch wieder ein totaler Fehlschlag hier mit Magnetilo und... Ich habe Angst. Ich habe tatsächlich Angst, aber es ist nur ein Mangunio. Es ist nur ein Mangunio. Ach du Schreck. Ja, dann lasse ich mal... Nee, lassen wir mal im Faxum im Vordergrund stehen. Ich hätte ja bestimmt auch ein zweites Pokémon. Da werde ich halt dann wechseln müssen. Nur Verteidigung senken ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, Manfaxo hat, glaube ich, sogar eine sehr gute Verteidigung, die sich mit der Weiterentwicklung auch stetig erhöhen wird. Also Relaxo hat einen sehr hohen Verteidigungswert. Kennt man ja auch von Hytyra aus Pokémon Perl, Platin und Diamant. Ey, so eine großen, dicken Viecher, die haben... Die sind immer so schwer zu knacken und ich glaube, Manfaxo wird gleich, naja, nicht mehr auf den Beinen stehen. Deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir wechseln, nämlich zu Mangunio. Ne, Mangunio weiblich gegen Mangunio männlich. Mal gucken, was passiert. Bin gespannt. So, enttäuscht mich nicht. Ja, das... Natürlich! Als wenn das nicht klar wäre hier. Jedes Mal ein Critical Hit. Oh, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, Robert, du bist doch cool. So, machen fertig mit Pfund hier. Wirst du ihn noch mit Pfund besiegen können? Ach, nee, scheiße.
scheint sie nicht zu hinzukriegen, dann ist auch okay. Ja, senk halt meine Verteidigung. Ist okay. Und sie setzt einen Trank ein. Ist mir auch neu, dass die Trainer jetzt Tränke einsetzen. Finde ich aber gut so, weil, naja, das wäre halt schon ein bisschen komisch, wenn die nicht ihre Pokémon heilen während des Kampfes. Macht das halt ein bisschen realistischer. Und kann die Troller jetzt mal aufhören, meine Verteidigung zu senken. Das nervt dann. Die will mich halt einfach One-Hit-KO'en, aber das wird sie nicht schaffen, weil die Mangunia jetzt besiegt ist. Ja, so einfach geht das. Farbigel. Konnte Farbigel nicht gemein sein? Also ich kann mich mal erinnern, dass ich mal von einem Farbigel fast in Ohnmacht gefallen bin. Das kann halt, das Vieh kann halt auch echt reinhauen, wenn man nicht aufpasst. Also wer jetzt denkt, Farbigel ist ein Schlappi, der hat sich geirrt, weil ja, man sieht schon, der kann gefährlich werden. So. Ach du Heiliger. Ich glaube, Pepek würde mit dem nächsten Angriff von Farbigel leider ins Gras beißen. Deswegen wechsle ich nochmal zu Robal und hoffe, dass Robal sich schnellstmöglich um den kümmern kann. Weil ich habe keine Lust, nochmal in Ohnmacht zu fallen. Dann bin ich jetzt lieber vorsichtiger. Und Blattwerk. Natürlich kann er sehr effektive Attacken gegen mich einsetzen. Als ob das nicht ginge, ne? Das ist ja... Was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich heile mal meinen Faxo. So, mal... Überleb! Oh mein Gott, das ist, boah, die, das ist ja, das ist nicht einfach. So, mein Fax, du enttäuscht mich bitte nicht. Es hat doch gar nicht so einen hohen Angriff, dank seines hohen Verteidigungswertes. So, jetzt kann ich mal Metronom einsetzen. Ich hoffe, ich bekomme eine gute Attacke und das ist schon wieder im gelben Bereich. Ja, komm Metronom, bitte. Bitte entweder heilen oder... Yes! Erholung. Und obwohl... Es wird zwar jetzt komplett geheilt, aber es schläft. Muss ich einen Aufwecker einsetzen? Obwohl, habe ich einen Aufwecker? Habe ich denn einen Aufwecker bei mir? Das ist jetzt die Frage. Ja, ist mein PC... Ja, ich habe einen Aufwecker. Ich habe 7 Aufwecker. Yay, ist doch super. So kann ich meinen Mamfax so aufwecken. Und jetzt hoffe ich mal, dass... Ja, ist jetzt nur Tackle ein, ist doch... Oh, das ist... Also, wie ihr schon sehen könnt, das Viech hat guten Angriffswert. Ey, das gibt's doch nicht. Ne, jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit fast in Ohnmacht gefallen und so. Also, man darf Farbigel nicht unterschätzen. Also denkt immer dran, wenn ihr einen Farbigel begegnet, seid... Also wenn ihr einen Farbigel seht, dann seid vorsichtig, weil es kann schon echt reinhauen und euer ganzes Pokémon-Team vielleicht auslöschen. Naja, nicht. Also jetzt, vielleicht könnte es es auch machen, aber ist nicht immer der Fall. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. Ja, übrigens, Robert hat jetzt Level 14 erreicht. Super. Hey, du bist nein. Du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Elima-Prüfung. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein Rotom Pokédex zeigt dir wo. Also dann, Alola. Gut, dann sage ich euch auch mal Alola. Denn der Part ist jetzt nämlich am Ende angelangt. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.